The European Union has dismissed fears that Europe will not have sufficient gas in winter after Russia decided to halt gas supplies to Ukraine following a row over gas pricing. Moscow also said they will continue to supply Europe with gas through Ukraine. The comments came after Russia and Ukraine failed to reach a deal on how state-owned Ukrainian gas company Neftogaz should pay its debts to Russian Gazprom. Nein, es besteht kein Grund zur Angst. Wir haben in den nächsten Wochen genügend Gasmengen, die Europa erreichen. Allerdings, wir müssen die nächsten Wochen auch nutzen, um die Speicher zu füllen. Denn in kalten Wintertagen ist die Produktionsmenge an Gas nicht ausreichend. Deswegen brauchen wir volle Speicher in der Europäischen Union und auch in der Ukraine. Und dies zu erreichen, wird weiter ein Verhandlungsgegenstand mit der Ukraine und mit Russland sein. Und ansonsten glaube ich, dass wir ein Maßnahmenpaket entwickelt haben, das die Versorgungssicherheit für die Bürger Europas auch im nächsten Winter wahren kann. Energy Commissioner urged Moscow to consider a compromise gas pricing offer to Ukraine, and he said he hoped to convene more talks this month. Oettinger has acted as a mediator in the trialogue between Ukraine, Russia and the EU.